Fluff. Eins, zwei. Okay. Wissen wir da Bescheid? Können wir hier noch ein bisschen. Oh. Alles klar. Gut. Blub. Blub, blub, blub. Okay, dann würde ich dich noch mal wegmachen. Dich noch mal wegmachen. Na. Ja. Also ich freue mich einerseits, dass ich da Ressourcen kriege. Andererseits, ich will fertig werden, Jungs. Gut, aber apropos fertig werden. Ich habe hier wieder ein bisschen Zeug eingesammelt. Das sollte ich vielleicht mal zum Ding bringen. So, zum Ofen. Den sollte ich ja vielleicht auch mitnehmen. Der wäre ja hier oben. So, dann könnte man ja eigentlich mal dich sagen, dich sagen. Flint habe ich auch gerade. Flint and Steel, wo habe ich denn das her? Werfen sie jetzt doch wieder Sachen. Das wäre ja auch nicht so schlecht. Ich habe mir überlegt, ich könnte mir ja wieder was zum Essen machen mit der Maus oder mit der Ratte. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd. Genau. So, dann kann man dich nämlich so machen und dann hätten wir die nämlich auch gleich weg. Das ist in Ordnung. Die würde ich essen. So, ich hatte ja 7. Dann wäre ich mal gespannt. Ob das irgendwas ändert. Nee. Das heißt, diese eine Shard war einfach 7 Stück. Okay. Dann würde ich immer runtergehen. Ach, ich kann eigentlich zurück. Ich kann jetzt das Zeug wieder einsammeln. Okay, kann ich noch nicht. Okay. Hier gibt es also noch genug zum Holen. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, ob ich das jetzt hier für den Anfang nicht erstmal lasse. Die Frage ist, die sich mir gerade mal stellt. Sorry, dass ich gerade wieder abbreche. Aber ich habe gerade so eine Frage, kann ich nicht Portale knüpfen? Also quasi ein Portal von irgendwo zu irgendwo anders. Weil da müsste ich ja diesen ganzen Quatsch nicht immer laufen. Weil das ist ja super ätzend. Also mein Test. Portale.
Ah, wahrscheinlich ist es eine extra Mod. To go to Nyanland. Grab a Teleport Mies Activator. Was auch immer ein Teleport Mies Activator ist. Okay, auf jeden Fall ist es ne Mod. Okay. Nee, das wäre eine extra Mod gewesen. So, sorry, dass ich gerade geistig ein bisschen abwesend war. Mich hat es einfach interessiert. So, da hätte ich ja noch Stufen machen können, wenn ich das wollte. So, hier bin ich erstmal happy. Da oben war ich durch. Das heißt, in dem Raum müsste ich weitermachen. Aber ich denke, ich mache jetzt mal wieder eine kleine Aufnahmepause. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch eine tolle Zeit. Cheerio mit O. Und man sieht sich. So, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Mytest. Ich war ja hier am Ressourcenklöppeln, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und Ressourcenklöppeln bedeutet für mich erstmal, ich hau hier eine Fackel hin. Genau. So. Dann würde ich eigentlich hier weiter klöppeln. Und zack, 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 dich noch mitnehmen und dich noch mitnehmen und dich noch mitnehmen und dich noch mitnehmen. Und dann sind wir hier mit den Ressourcen auch fertig. So, ich wollte nochmal zurückgehen, weil die Überlegung hier ja im Raum erstmal steht, dass ich da ja eigentlich wieder neue Treppen bauen könnte. Zack, zack. So. Mach mal dich mal dahin, mach mal dich mal dahin. Machen wir da noch einen hin und da noch einen hin. Das sollte mir für den Anfang ja erstmal reichen. Ach nö, dich will ich eigentlich dahin haben. So, und dann schauen wir mal, dass wir hier, hier vielleicht erstmal eine Fackel hinhauen. Genau, und hier vielleicht auch. Und da drüben, da oben waren wir ja schon alles. Und hier hinten waren wir ja eigentlich auch schon alles. Ich würde da bloß ganz gerne Treppe hinbauen für Vollständigkeit. Ich sollte mir eigentlich vielleicht mal Schilder zunehmen, zulegen, weil dann könnte ich nämlich wirklich sagen, okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann könnte ich mir nämlich quasi Schilder zulegen, auf denen ich quasi sage, so, da ist jetzt die Frage, ich will ja immer drei nebeneinander haben. Dann setze ich vielleicht da nochmal einen hin. Nehmen wir vielleicht den und hauen den mal dahin. Und dann können wir da 7 sagen. Und dann würde ich vielleicht da sagen 1, 2 und 3. So, 1, 2 und 3. 1, 2 und 3. Reicht das noch? Nein, reicht nicht mehr. Das heißt, ich brauche einen neuen Satz. Also, viele brauche ich jetzt gerade auch nicht mehr. Deswegen reicht es hier mit denen. Genau, wunderbar. Kommen wir hier rüber. Das sind jetzt nicht unbedingt schöne Treppen, aber es sind Treppen. Für die Minen reicht mir das voll und ganz. So, und dann würde ich da sagen: 1, 2 und 3. So. Na komm, eigentlich können wir hier zumachen, oder? Weil, also, wenn man jetzt hier so runterläuft, hängen bleiben rüber. Das ist nicht ganz so toll, aber ist okay. So,
Und was ich jetzt gedacht habe, ist, eigentlich könnte ich mir Schilder zulegen, wo ich quasi sowas sage wie: Wo bist du schon wieder? Wo ich mir sowas sagen könnte wie ausgebeutet oder sowas. Also quasi im Prinzip fertig. Zumindest von der Oberfläche her. So, aber bevor wir das machen. Ah, da unten. Da war ich ja noch. Da war ich ja noch gar nicht fertig. Eieiei. Okay, aber bevor wir das machen, machen wir hier mal ein Licht hin. So. Dann würde ich hier mal vielleicht weiterwursteln. So, aber die Überlegung ist ja halt quasi, dass ich sagen könnte, hey. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich das denn da mit dem Rausmachen komme. Aber nö, das ist ja egal. Rauskommen müssen wir ja nicht. So. Ich könnte mir ja überlegen, dass man da oben irgendwie, also wie gesagt, dass ich mir Schilder zulege, in denen ich dann auf Abzweigungen sagen kann, hey, ausgebeutet, da muss ich gar nicht mehr rein. Einfach damit ich nicht immer endlos in diese Dinger laufe. Und dann brauche ich bloß auf das Schild gucken und sagen, ah, okay. Und dann weiß ich schon immer gleich, was los ist. Vielleicht machen wir das mal so. Ab. 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 Eigentlich ist es doof. Weil, wie gesagt, eigentlich kann ich dann wieder in alles Mögliche reinfallen. Ja. Geht's da hinten noch weiter, oder wie? Achso, mich gerade in die falsche Richtung. Ah. Alles klar. Ja gut, die falsche Richtung ist eigentlich gelogen, aber ich grab in die andere Richtung, als ich eigentlich vorhatte. Deswegen war es da jetzt ein bisschen anders. Aber das macht ja jetzt alles gar nichts. Anders sind wir ja gewohnt. So. Und dann würden wir mal da den Schotter alles wegziehen. Meine Ressourcen, also meine Metallressourcen, die habe ich ja längst in die Schmelze gegeben, oder? So war das doch. So. Und dann brauchen wir eine neue Schaufel. Bam, bam, bam. Bam. Einmal da und einmal da und einmal da. Und haben wir hier eine Schaufel. So, dann können wir hier nochmal rauf. So, und dann sehen wir nämlich gleich schon auch immer, wo wir noch Ressourcen hätten, die wir abarbeiten müssten. Und hier sehen wir ja auch schon wieder keine mehr. So. Jo, wunderbar. Dann haben wir eigentlich auch schon wieder den Schotter hier weg. Dann können wir schon wieder zur nächsten Baustelle gehen. So, wobei da die Frage ist, wie ich das noch angehen möchte. Und ich denke, das mit den Schildern ist echt eine gute Idee. Vielleicht soll ich das wirklich machen. Einfach für mich zur Orientierung in den Höhlen. Weil ich meine, ich kann mir ja jetzt auch nicht alle Höhlen merken. Aber das hier unten ist wirklich so eine Monsterhöhle. Das ist echt der Hammer. Okay, so. Da habe ich kurz am Mikrofon rumgefummelt. Weil ich so gerne an irgendwas rumfummel. So, dann machen wir das. Genau. 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 Dann brauche ich da schon wieder Steine. Dich. 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 Dich.
dich und dich und dann haben wir dich schon mal und das reicht mir gerade mal für den Anfang. Machen wir hier wieder den da. Und den, genau. So, und dann wäre das ja hier. So. Und so, es geht ja bloß ums Rauskommen. Muss ja nicht schön aussehen. Ah, du Sau. So. Dann haben wir hier an der Stelle eigentlich auch schon wieder alles ausgebeutet. Dann geht es jetzt eigentlich um den da und da und den da und da und so. Und da ist die Frage, wie komme ich da hin? Am besten doch von da oben, ne? Genau, und dazu geht doch am besten nach da oben. Und dazu würde ich, jetzt muss ich hier halt aufpassen, weil es könnte sein, dass dahinter noch Lava liegt. Tut es hier an der Stelle gerade nicht. Okay, würde ich mal so ein Eck machen. Dann würde ich hier sagen, du und du. Und du. Super, dann kann ich dich wegmachen und dich wegmachen. Und dann können wir hier wirklich sagen, wir haben noch ein paar Treppen. Das waren die Fünfer. Das wäre einmal die hier und die hier. Und einmal die hier und die hier. So, dann können wir nämlich hier rüber. Da würde ich vielleicht dich mal noch wegmachen und dich mal noch wegmachen, weil das ist blöd, wenn man da quasi die Treppen hochläuft und dann gegen die Wand läuft. Oh. So, dann machen wir hier mal die Lampe wieder hin. Holen wir uns da natürlich die Kohle. Das heißt, da muss ich nachher wieder zumachen. Da ist aber ein Feld, hey. Also echt ein Feld. So. So, das müssen wir dann nachher halt wieder zumachen. Aber das macht ja jetzt erstmal gar nichts. So. So. Gut, dann sind wir da wieder durch. Hier rüber. Und darüber. Und dann können wir hier wieder zubasteln. Das wäre dann die 7 jetzt momentan. So wollte ich das nicht. Alles klar, das ist mir gerade egal. Die 7 war's. Und dann wäre das zack, zack, zack und zack. So, dann kommen wir quasi hier rüber. Da können wir uns eine neue Spitzhacke basteln. Und dann können wir den da wegmachen. So, also ich komme hier rein und dann wären das 1, 2, 3. So, und die Dreier, die müssten dann ja dahin gehen. Das heißt, da kann ich wieder mit der 7 sagen, zack. Ja. Ich wollte die 7 haben. Gut, dann machen wir das halt so. Und wenn wir schon dabei sind, können wir hier ja alles zumachen. Ja, so und so und so. So, dann würde ich dich halt wegmachen und dich halt wegmachen und dich halt wegmachen und dich noch wegmachen. Ja, und dann würde ich ja hier sagen, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, wir haben jetzt 4 gemacht, aber ich würde das schon... Ja gut, wir können das auch so machen. Dann brauche ich halt wieder Steine. Bam. Die tun wir mal da drauf. Zack. Und zack. Und dann können wir wieder auf die 5 gehen. Und sagen 1, 2, 3. 1, 2,
3 und dann sind wir hier. Wunderbar.